Einen wundervollen. Heute wollen wir uns ein Video angucken über Markus von Ahmed, der auch der Meinung ist, dass die, die wählen, keine Christen sind oder beziehungsweise Christen nicht wählen sollte. Wir werden das Video heute mal bearbeiten. Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen Video. Was mir ganz wichtig ist mit diesem Video hier, dass ihr auch wisst, dass ich niemanden verletzen möchte, dass ich wirklich niemanden zu nahe treten möchte, dass es mir einfach nur wichtig ist, dass wir alle wachsam sind, nüchtern bei klarem Verstand und prüfen. Was hat mich dazu bewegt, dieses Video hier zu drehen? Da wären zuerst einmal die Gespräche, die ich mit mehreren Geschwistern geführt habe oder auch so mit mehreren Christen, beziehungsweise die sich als Christen bezeichnen. Oder auch so, wenn ich mal auf YouTube verschiedene Videos mir anschaue von, ich sag mal, Christen, ja, was man da alles so zu hören und zu sehen bekommt, ja, oder auch auf Facebook. Und das sind Dinge, die mich sehr stark betrüben und wo ich dachte, das sollte man unbedingt einmal vernünftig und natürlich in Liebe ansprechen. Es kommt immer wieder vor, dass ich mit Geschwistern telefoniere. Geschwistern, denen es nicht gut geht, ja, die schreiben mich dann auf Facebook an und würden dann gerne mit mir telefonieren. Ja, das ist dann dieses Seelsorgetelefon, das ich habe. Und dann spreche ich halt mit den Geschwistern über ihre Sorgen und über ihren Kummer. Natürlich schaue ich mir dann auch das Facebook-Profil an. Mit wem habe ich es gleich zu tun? Ja, mit wem spreche ich gleich? Was postet diese Person so? Damit ich einfach weiß, auf was ich mich einstellen muss. Und das Traurige ist, meine lieben Geschwister, dass ich wirklich, ja, von 10 Facebook-Profilen ist vielleicht ein Facebook-Profil in Ordnung. Der Rest ist wirklich eine große Katastrophe. Wie ich das meine, möchte ich jetzt einmal kurz erklären. Es gibt ja zum Beispiel auf Facebook Seiten, wo man Gefällt mir drauf anklicken kann. Ja? Und anhand dessen können dann andere nachvollziehen, was den Leuten so auf Facebook gefällt. So, und dann schaue ich, was dann den Geschwistern so gefällt, mit denen ich gleich telefoniere. Und dann siehst du da irgendwie erstmal Werner Gitt, Two and a Half Man, Abdul Memra und daneben kommt dann AfD und dazwischen dann MCM und ICF. Ja, das hat man fast bei allen Christen. Das ist ein großes Chaos, das ist sehr, sehr traurig, meine lieben Geschwister, weil das alles überhaupt gar nicht miteinander zusammenpasst. Ja, es hat gar keine Struktur. Und ich gehe mal davon aus, dass genau so, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, auch dein geistliches Leben so aussieht, wie diese Predigten, die du hörst, vielleicht auch diese Gemeinde, die du besuchst. Du kannst kein Norbert Lied, ja, ich sage Norbert Lied, nicht Norbert Link, nicht, dass man das jetzt hier verwechselt, ja. Ich rede von Mitternachtsruf. Du kannst kein Norbert Lied gefällt mir klicken und dann gleichzeitig auch Joyce Meyer. Versteht ihr, was ich meine? Und dann noch, wie ich gerade schon gesagt habe, am besten AfD. Zum Thema Wählen und Politik kommen wir gleich nochmal. Ich schreibe mir das hier nochmal extra auf. Das geht einfach nicht. Warum? Weil das sind zwei verschiedene Glaubensrichtungen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du musst dich entscheiden für einen Weg. Es gibt nur einen Weg, der in das Himmelreich führt und nicht zwei oder drei. Ja? Wenn du so viele verschiedene Prediger hörst, ja, einen charismatischen, dann der eine sagt, du musst die Tora halten, der andere spricht dann von die heilige Mutter Gottes, ja, was hast du denn dann überhaupt für ein Fundament? Das ist ja gar nicht mehr biblisch. Und darum geht es hier auch, meine lieben Geschwister. So, ihr Lieben, in erster Linie mal wollen wir natürlich Markus von Ahmed nicht kritisieren. Wir glauben, ich glaube, ich habe früher viele Videos geguckt, auch bei ihm habe ich vor ein halbes Jahr aufgehört zu gucken. Ich habe vor circa 8 Monaten schon ein Video gemacht und habe gesagt, wisst ihr was, das, was ihr da in Deutschland macht, ich gucke mir keinen mehr von euch an. Genau deswegen, ja, da habe ich in einem Video gesagt, ja, wenn die Muslime und die Atheisten wirklich so intelligent und wirklich so schlau wären, ja, würden sie sagen, ja, Achtung Dr. Wake Up, ja, sorry der Hochmut, ist kein Hochmut, sorry das Wake Up, ja. Wenn Muslime und Atheisten wirklich so schlau wären, würden sie sagen, euer Gott existiert überhaupt gar nicht. Ja? Wenn ihr doch behauptet, ihr habt den Heiligen Geist, warum widerspricht ihr euch alle? Hier ist die Lösung. Wer das Gute behalte, das Schlechte verwerfe, lieber Markus. Entschuldigung, wenn ich zu laut rede, weil in dem letzten Video habe ich gesehen, dass ich sehr schlecht rüberkam. Ich habe leider im Moment nur ein Headset.
weil ich meistens keine derart Videos mache und deswegen kein besseres Mikrofon brauche. Werde ich mir aber jetzt demnächst zulegen, weil es aussieht, als ob ich in Deutschland wirklich eingreifen muss, liebe Geschwister. Ja? Wenn wir uns doch alle widersprechen, dann, wenn ein Moslem oder ein Atheist wirklich so intelligent und schlauer, wie sie tun, würden sie sagen, euer Gott existiert gar nicht. Denn in niemand von, denn wenn der Heilige Geist in euch wäre, würdet ihr alle dasselbe auch sagen. Denn der Heilige Geist widerspricht sich nicht in einem und in den anderen selbst, ja, gegeneinander. Markus, du müsstest dasselbe sagen wie ich. Ahmed müsste sagen, Entschuldigung, Abdul müsste dasselbe sagen wie ich. Ja? Wenn er geht, Roger Liby, wir müssen alle dasselbe sagen, wenn der Heilige Geist in uns ist. Ja? Und dennoch widersprechen wir uns. Wir geben unserem Feind Futter in dem, was ihr in Deutschland tut. Falls ich schreie, dann will ich das hier nicht extra machen. Ich rede nur laut, damit man mich wirklich versteht, weil es im letzten Video schlecht war. Ich höre mich gerade nicht selber, also weiß ich nicht, wie ich rüberkomme. Verzeiht mir bitte, falls ich schreie. Vergib mir, ja? Ihr Superchristin. So. Dass Markus in der Liebe ist, das ist ganz klar. Dass Markus ein Bruder ist, Markus von Ahmed, ist ganz klar. Ja? Doch ihr geht euch gegeneinander an. Der eine mit den anderen, den anderen mit den anderen. Jetzt, ja, hört sich das an, als ob ich auch gegen euch gehe. Nein, ich gehe nicht gegen euch. Ja? Jeder Christ, ich sage immer in meinen Videos, jeder Christ, lasst ihn tun, was auch immer er tut. Ja, wenn er sagt, ja, wenn er sagen würde, wie jetzt die Kirche, ja, kommen wir später auf das Thema, nur um ein Beispiel, ja, Kindersex ist erlaubt, dann wissen wir ganz genau, das ist kein Bruder. Wenn jemand ganz genau gegen die Schrift verstößt, ist es ein Verstoß gegen das Gesetz zu lehren, also ist es ein Verstoß, das Gesetz zu lehren, wo es doch im Alten Testament steht, das Gute behalte, das Schlechte verwerf. Ist es, bringt es uns in die Hölle, das Gesetz zu lehren? Nein, es ist nicht schlecht. Durch das Gesetz erkennen wir, dass wir Sünder sind. So. Ja, es gibt nämlich wirklich Leute, die glauben, alles tun zu dürfen, solange sie den Glauben haben. Das gibt es wirklich auf dieser Welt. Doch mit dem Gesetz können wir ihnen ganz klar sagen, dass sie falsch sind, beziehungsweise was sie denken, nicht, dass sie falsch sind, sondern was sie denken falsch ist. Ja, durch das Gesetz. Das bringt uns aber nicht in den Himmel, ganz klar. Denn das können wir ja gar nicht halten. Ja? Jesus sagte, ich bin gekommen um das Gesetz, ich habe es, ja, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich habe das Gesetz erfüllt. Wenn das Gesetz nicht zählt, warum muss Jesus das Gesetz erfüllen, ja, sündlos zu sein, nicht gegen das Gesetz zu verstoßen, um uns von der Sünde zu befreien, weil wir es nicht halten können. Wie kann das Gesetz dann nicht zählen? Wenn das Gesetz nicht zählt, hätte Jesus gar nicht kommen brauchen. Wenn das Gesetz nicht zählt, ja, wir haben jetzt den neuen Bund, darum zählt das nicht mehr. Nein, Jesus hat es erfüllt. Es zählt, er hat es erfüllt. Ja? Er hat es damit nicht abgeschafft. Es zählt, es zählt, es zählt. Doch wir können es nicht halten, auch in Zukunft. Wir können es jetzt nicht halten, jetzt. Also wenn wir es jetzt nicht halten können, was heißt das? Es zählt jetzt. Doch weil wir es nicht halten können, nicht gerecht sein können, ja, weil wir in dieser Sünde leben, ja, haben wir diesen neuen Bund. Ist das so schwer zu verstehen, ja? Der eine lehrt das Gesetz, ja? Der andere lehrt das Gesetz nicht. Was ist daran schlimm? Und das ist, was ich meine. Ein Christ geht eine Christin nie an. Und jetzt kommen wir mal härter, dass ihr das hier genau versteht. Markus von Ahmed, du sagst, ja, wir können nicht zu den einen gehen und zu den anderen gehen. Ja, wir können nicht zu den einen gehen und dann auch zum anderen gehen. Was redest du da, Markus? Die 12 Apostel, dazu kommen wir gleich, ja, die 12 Apostel haben sich widersprochen bis zu den letzten Tagen, bis wo Jesus noch gestorben ist. Hat sich Peter, ja, mit Paulus haben sich gestritten, wie oft? Sie haben, du konntest nicht zu Paulus gehen und du konntest nicht zu Petrus gehen. Denn sie haben sich widersprochen, bis sie dann, ja, im Einklang waren. Also was lernen wir daraus, wenn wir uns heute widersprechen,
dann müssen wir in Einklang kommen, einen Nenner finden. Ja, aber deswegen ist das nicht gleich ein Irrlehrer, ein Falschlehrer oder der falsche Weg. Denn selbst Petrus und Paulus, die mit Jesus waren, ja, haben sich widersprochen. Die Leute haben trotzdem beiden zugehört. Wir tun heute auch beiden zuhören. Und wir sollen heute dir nicht zuhören, weil wir den anderen zuhören. Das ist nicht der Weg. Wer ist denn der Weg, lieber Markus? Wer ist denn der Weg, lieber Markus? Du sagst, ja, wir sollen den richtigen Weg gehen. Das ist nicht der richtige Weg. Du sagst hier ganz explizit aus, das ist nicht der richtige Weg, wenn wir den einen folgen, ja, und den anderen. Das ist nicht der richtige Weg. Wer ist denn der richtige Weg? Jesus Christus, Halleluja. Nur Jesus Christus ist der Weg. Kein Peter, kein Paulus, nicht die Apostel. Sie sind nicht der Weg. Sie hatten Widersprüche gegeneinander bis zu dem Tod, bis Jesus noch, ja, tot war. Alle elf mussten sterben und einer war im Gefängnis. Ja, was glaubst du denn, warum? Was glaubst du denn, warum sie alle sterben mussten? Denk mal nach, darüber nach. Nachher sagst du, wir sollen denken. Denk mal darüber nach, warum sie alle elf sterben mussten. Sie haben sich derart widersprochen. Sie haben derart verschieden gelernt. Und dennoch respektieren wir und achten sie und hören auf, was sie sagen. Das Gute behalte und das Schlechte verwerf. Gott hat die Lösung. Gott ist der Weg. Nicht das, was du hier sagst, Markus. Wenn ich schreie, ist das kein Angriff. Ist das nochmal, ja, weil ich nicht mich selber höre und das letzte Video so schlecht rüberkam, so leise. Darum schreie ich hier extra. Vergib mir bitte. Ja? Jesus ist der Weg, Markus. Und was tust du hier suggerieren? Lieber Markus, wenn das heißt ganz genau dasselbe, ja? Ob du das unbewusst oder bewusst machst, das kann ich dir nicht vorwerfen und will ich auch gar nicht vorwerfen, aber du tust hier mindestens unbewusst Aussagen suggerieren, ja? Suggestion. Das ist eine Suggestion, lieber Markus, dass wir, wenn wir dir zuhören und ein anderer dir auch nur ein bisschen widerspricht oder nicht ähnelt, wir ihm nicht zuhören sollen, sondern nur dir. Du suggerierst hier, dass du der Weg bist, lieber Markus. Der Weg ist Jesus Christus. Wir hören jeden Priester an, jeden Prediger, jeden Lehrer. Wir hören alle an, der das Gute behalte, das Schlechte verwerft. Wir lernen von dir, Markus, und ich habe so viel von dir gelernt. Gerade im Thema Liebe. Von Abdul, von Werner Gitt und sonst was. Jesus ist der Weg und Jesus sagt uns, Jesus ist das Wort Gottes. Jesus sagt uns, das Gute behalte, das Schlechte verwerf. Markus, wenn du einen Fehler machst, verwerfe ich das Schlechte, doch ich bleibe bei dir im Guten, du bist mein Bruder. Ich höre Abdul an. Wenn Abdul einen Fehler macht, tue ich es verwerfen, doch ich behalte es ein Gutes. Abdul ist mein Bruder. Ja? Roger Libby, Amir und alle genauso. Es sei denn, es sind extreme Fehler. Ja? Wenn einer extreme Fehler macht, wie zum Beispiel Leute von der katholischen Kirche sagen, Kindersex ist erlaubt, so einen braucht man sich dann natürlich nicht mehr anzugucken. Wenn er Gericht abhält. Und das war gerade ein gravierender Fehler von dir, Markus. Ja? Ich bin ein Christ, seitdem ich... Leute, ihr macht rum, als wärt ihr Christin. Ja, ich habe auch viele Fehler, aber ich gebe es wenigstens zu. Ja? Wir haben alle viele Fehler. Wir sind alle schlecht, keiner von uns ist gut. Was heißt das? Dass wir alle Fehler machen. Wir sind alle von Satan befleckt. Satan tut uns alle in die Irre leiten. Jeder von uns ist nicht gut. Wir sind alle schlecht. Jeder von uns macht Fehler. Und der Vater sagt, vertraue niemanden. Vertrau, wer den Menschen vertraut, sei verflucht. Wie kannst du hier eine Suggestion machen, dass du der Weg bist? Du hast dir suggeriert, dass du der Weg bist mit dieser Aussage, lieber Markus. Nochmal, wie könnt ihr auf den einen hören und auf den anderen hören, das ist nicht der Weg, wenn sie sich widersprechen, das ist nicht der Weg, das heißt, suggerieren, Suggestion, dass du ihr nur einen folgen sollt, das ist der Weg. Das ist eine Suggestion, die du hier gemacht hast. Das bedeutet, dass der Mensch dann der Weg, die Aussage von ihm der Weg ist. Wer ist der Weg, Markus? Ja? Du guckst auf den anderen Menschen, wer sie sind, mit wem sie es hier zu tun haben.
Der Heilige Geist sagt mir, mit wem ich hier gerade zu tun habe. Warum achtest du auf das Weltliche? Wenn der Mensch doch vom Satan, ja, verwirrt wird, getäuscht wird, wie aus Emotionen handeln, ja? Ein Mensch tut vielleicht gerade aus der Emotion irgendeinen Link liken, ja? Ein Video liken, einen Film liken, was, whatever. Ist das deswegen kein Christ mehr? Na, Herr, sagst du das oder hast du das gerade schon gesagt? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das sagst du, glaube ich, ein Herr. Ja, das und das und das liken und dann irgendeinen Film liken. Ja, was ist denn daran so schlimm? Wir leben in dieser Welt. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, dann lass ihn doch ein Like machen. Ja? Ihr geht viel zu sehr ins Detail. Ihr geht viel zu sehr ins Detail. Ja? Wir sind alle Sünder. Ja? Und der Weg ist Jesus Christus, liebe Ahmed. Was hast du hier von dir ausgesprochen? Ja? Soll ich mal auch hochmütig klingen? Ich bin Christ, seitdem ich ein kleines Kind bin. Mir kann keiner was. So, soll ich das jetzt auch mal so hochmütig aussagen? Keiner kann mir was. Niemand von euch da in Deutschland. Was da bei euch abgeht, das ist schon unverschämt. Unverschämt vor den Augen Jesus Christus. Vor den Augen, ja? Vor dem, was er sieht. Man wird davorisch gesprochen. Es ist eine Unverschämtheit, was ihr da in Deutschland tut. Ja, ich konnte es mir nicht mehr ansehen, was ihr macht. Das gibt es in Spanien nicht, das gibt es in Italien nicht. Ja, das gibt es in Griechenland nicht, dass sich Christen so angehen. Ich sage jetzt nicht du, bei dir ist es ja noch gemäß. Ja, bis auf das, das war jetzt die Suggestion, die du gerade gemacht hast, ein riesengroßer Fehler, lieber Markus. Ja? Später sagst du, wie du sagst in dem Video, 3-4 Mal, wir sollen nachdenken. Wo hast du gedacht? Und warum sollen wir denken, wenn wir doch den Heiligen Geist haben, lieber Markus? Zweifelst du etwa daran, dass deine Zuschauer auch den Heiligen Geist haben, lieber Markus? Oh, oh, wir haben doch den Heiligen Geist, lieber Markus. Hast du etwa Hochmut, mein lieber Bruder? Hast du etwa Hochmut, mein lieber Bruder? Gehst du nicht davon aus, dass wir den Heiligen Geist haben und darum gar nicht denken brauchen? Denn der Heilige Geist sieht hier ganz klar, welchen Fehler du begangen hast. Glaubst du etwa mein Denken, mein menschliches Denken? Ja? Weiß nicht, bin ich ein Genie? Oh, da müsste ich ja ein Genie sein, um deinen Fehler, ja, aus dem Stegreif zu erkennen. Ja? So. Ja? Wir haben auch den Heiligen Geist, lieber Markus. Und ich bin Christ, seitdem ich 4-5 Jahre alt bin. Und du wirst sehen, mein lieber Bruder, in 10-20 Jahren wirst du sehen, mein lieber, geliebter Bruder, was diese Jahre ausmachen werden. Ihr denkt vielleicht so, du hast doch den Heiligen Geist, ob jetzt oder in 20 Jahren. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ja? Ihr 5-6 Jahreschristen. Ja? Was Jahre ausmachen. Wir ein biblisches Fundament haben. Aber wie baut man das auf, so ein biblisches Fundament? Ja, das ist dann vielleicht die nächste Frage bei dem einen. Wir bauen kein biblisches Fundament auf. Unser Fundament, biblisches Fundament ist der Christus, der ins Fleisch kam, Jesus Christus, Jesus Fleisch, Christus, ja, der ins Fleisch kam. Das ist unser Fundament. Jesus Christus ist die pure Liebe, unser Fundament ist pure Liebe. Unser Fundament wird nicht aufgebaut, unser Fundament besteht von Anfang an, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Gott hat seinen Sohn geliebt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, sagte Gott, der Vater zu Jesus. Da der Sohn von Anfang an da war, am Anfang war das Wort, war bei Gott, das Wort war Gott. Was heißt das? Dass er seinen Sohn von Anfang an geliebt hat. Was heißt das? Dass Gott von Anfang an geliebt hat. Was heißt das? Dass von Anfang an das Fundament unser Herr ist. Unser Herr, die Liebe, die pure Essenz Liebe ist. Das ist unser Fundament. Das ist der Weg. Das ist, auf was wir uns konzentrieren, lieber Markus. Wir brauchen nichts aufzubauen. Unser Fundament wurde gebaut, bevor Gott überhaupt einen Stein, ja, überhaupt irgendeine Energie, irgendetwas erschaffen hat, ist schon das Fundament da. Liebe. Was redest du da, lieber Markus? Unser Fundament ist schon längst da. Unser Fundament ist schon
längst da und was wir tun sollen. Jesus sagt, wer den Wille des Vaters tut, ja, kommt im Himmelreich. Ich sage, kommt im Himmelreich, es steht in der Bibel ein bisschen anders da. Ist aber, ihr versteht ja, was ich meine. Ja? Das ist der Fundament. Das ist der Fundament der Lehre, wie wir diese zu dieser Liebe, zu unserem Fundament kommen. Dieser Fundament, der uns Häuser im Himmel verspricht. Für jeden, wenn wir dieses fundamentale, ja, Christentum verstanden haben. Wer den Wille des Vaters tut, kommt in den Himmel, sagt Jesus ganz klar. Ja? Unser Fundament besteht schon lange. Wir müssen hier nichts aufbauen. Der Aufbau Gottes ist schon längst da. Kreation. Ja? Gebote. Ja? Also, Propheten. Gebote. Mehr Gesetze. Mehr Gebote. Jesus Christus. Ja? Gnade. Neuer Bund. Und dann die absolute Reinigung. Das Reinigen am Ende. Ja? Durch Buße, Vergebung, den Wille des Vaters tun, ja, können wir dann den letzten Part, der letzte Part, ist es uns komplett reinzuwaschen, die komplette Reinwaschung ist, wenn wir dann auferhoben werden, ja, das ist dann der letzte Part, wie wir dann in den Himmel kommen. Doch den können wir nur erreichen, wenn wir glauben, wenn wir den Wille des Vaters tun, wenn wir vergeben, damit auch uns vergeben wird. Wenn wir Buße tun, wenn nicht bekennt, dass er Sünder ist, ja, wir müssen das bekennen, ja, und wir müssen den anderen Menschen dienen. Diener Gott zu sein, ist es, Diener der Menschen zu sein. Das ist das Fundament im Wissen, was wir tun sollen. Das Fundament allgemein ist Liebe. Gott selbst ist das Fundament, ja, unseres Glaubens, der Kreation, alles. Und das Fundament, die Lehre, ja, nehmen wir mal an, auf dem Fundament würde stehen, das und das müsst ihr alles tun, damit ihr, ja, damit ihr in den Himmel kommt. Nehmen wir an, um diesen Fundament würde alles stehen, was wir tun müssen, ja, was ich gerade auferzählt habe, ja. Und da würde dann stehen, ja, Jesus Christus ist gekommen, um den Menschen zu dienen. Gott selbst ist gekommen, um den Menschen zu dienen. Gott selbst hat sein Leben gegeben für uns. Was heißt das? Wir müssen den Menschen dienen, ihn seine Füße waschen, ja, seine Füße einölen. Wenn er Hilfe braucht, den Menschen helfen, ja. Wer an mich glaubt, ist errettet. An was denn glaubt? Einfach nur, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. An allem, was er sagt, an allem, was er uns aufbeordert hat. Hilft einander, geben und nehmen, gibt. Wenn ihr den Menschen gibt, werde ja geben. Ich gebe den anderen Menschen, ich helfe den anderen Menschen. Dann nehmt ihr. Wisst ihr, was ihr nehmt? Was glaubt ihr? Millionen? Ihr werdet da Millionäre? Glaubt ihr, ihr werdet da Millionäre, weil ihr anderen, weil ihr Obdachlosen geholfen habt auf der Straße? Weil ihr, ja, eure Religion soll sein, verlassene Kinder und Witwen zu helfen? Das soll eure Religion sein? Nicht mal dazu sind wir in der Lage. Weil heute alles weltlich ist und alles geltlich ist. Wir haben heute nicht mehr, ja, unsere Weizenkörner oder der eine geht fischen und gibt mal was dem Nachbarn ab, ja. Heute ist alles von Satan besessen, ja. Wir sind gezwungen, moderne Sklaven zu sein. Es wird immer schwerer, in den Himmel zu kommen. Immer schwerer, denn der Satan macht es uns schwer. Satan macht es uns so schwer, dieses Geben und Nehmen. Wir sollen nämlich den Hilfsbedürftigen helfen. Ja, wir sollen das tun. Wie denn? Wie denn? Du bist ein Arbeitsloser. Wie willst du denn etwas kaufen, damit du etwas den anderen geben kannst? Satan macht es uns so schwer. Ja, und du erzählst was von nicht wählen gehen, wo doch Satan die Macht gerade in der Politik hat und da Leute gibt, die das umändern wollen, uns mehr Geld geben wollen. Ja, den Rentnern mehr Geld geben wollen. Ja, und wir sollen nicht wählen gehen. Kommen wir gleich darauf. Ja. Geben und nehmen, ihr gibt, ich habe euch gegeben, ich habe euch die Gnade gegeben, ich habe euch gedient, ja? Und was heißt das? Wir sollen den Menschen auch dienen.
Wir müssen den Menschen dienen, so wie Gott den Menschen gedient hat. Gott selbst dient den Menschen und wir dienen den Menschen nicht. Wo ist unsere Liebe? Wo ist unsere Liebe, lieber Markus? Wir müssen den Menschen dienen. Ich weiß, dass du das weißt. Ich sag das nur mal. Ja? Den Menschen dienen, ihnen helfen, essen, trinken, ja? Wenn sie krank sind, ja? Medikamente und so weiter. Ja? Auf Gott vertrauen. Natürlich auch auf Gott vertrauen. Gott ist, ja? Gott ist die Heilung. So. Geben und nehmen. Gibt einander. Gebt einander und ihr werdet dann nehmen. Was werdet ihr nehmen? Ihr werdet nehmen das Himmelreich, denn ihr habt den Menschen, eurem Nächsten, gedient. Das ist ein das ist das Fundament überhaupt, um in den Himmel zu kommen. Das wissen viele gar nicht. Viele glauben, die weltliche Arbeit zu tun. Ja, die weltliche Arbeit zu tun, rumzurennen, ja, von A nach Z zu laufen. Die glauben, das ist der Dienst Gottes. Ein Diener Gottes zu sein, ist den Menschen zu dienen, denn Gott hat den Menschen gedient. Seht ihr, meine lieben Geschwister? Ja? So. Das spricht keiner aus. Oder anderen. Und das ist gar nicht so schwierig, meine lieben Geschwister. Wir sollten zuerst einmal gewisse Punkte, die uns vielleicht im Weg stehen, aus dem Weg räumen. Ja, zum Beispiel sagen viele, ja, wir können jetzt das, was Paulus gesagt hat, heute in unserer Zeit nicht mehr so nehmen. Ja, das sagen ja viele Geschwister. Die sagen, das war damals eine andere Kultur, das war eine andere Zeit. Ja, das können wir heute auf unser Leben gar nicht mehr so anwenden. Das ist falsch, meine lieben Geschwister. Genauso wie damals gilt das Wort Gottes auch heute noch. Und das wird es auch noch in 50 Jahren tun, meine lieben Geschwister. Das wird nicht aufhören, bis der Herr wiederkommt. Wir können nicht sagen, wir haben eine andere Zeit. Das geht nicht. Genauso wie manche Christen dann sagen, ja, schau mal, das wurde nur an eine bestimmte Gemeinde gerichtet. Auch das ist Blödsinn, meine lieben Geschwister. Die Briefe gelten für alle Gemeinden. Oder auch, dass man sagt, ja, was Paulus gesagt hat, das ist ja nicht das, was Jesus gesagt hat. Also gilt das überhaupt gar nicht richtig. Doch, meine lieben Geschwister, denn es steht geschrieben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Natürlich wurde das geschrieben, wurde das gesagt, als das Neue Testament noch gar nicht da war. Aber meine lieben Geschwister, wenn das Alte Testament von Gott eingegeben wurde, wie viel dann noch mehr das Neue Testament, wo der Herr Jesus Christus dann gekommen ist. Also das Neue Testament ist auch von Gott eingegeben. Hier sagst du es selber, lieber Markus. Die Propheten waren eingegeben von Gott selbst. Die Jünger waren nicht eingegeben von Gott. Die Jünger waren Studenten Jesus Christus und ich habe es eben gerade gesagt, sie hatten selbst Widersprüche. Der eine, wenn Jesus wegging, hat der eine oft gezweifelt. Ja? Und die mussten den wieder motivieren. Ja? Sie haben sich widersprochen, selbst Petrus und Paulus, die Großen der Jünger, haben sich widersprochen. Ja? Die Propheten waren deshalb von Gott eingegeben, damit es eben nicht so viele Fehler geben wird. Damit es eben, ja, Gott sie wirklich unterstützt. Nach dem Neuen Testament kam Jesus Christus selbst. Er ist das Wort. Ich bin das Wort. Der Psalm sagt, die wahren Zeugen sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da steht nicht, und die Engel und die Propheten und die Jünger, die Apostel. Steht da nicht, lieber Markus. Steht da nicht. Sei bitte fokussiert nur auf Jesus Christus. Nur auf Jesus Christus fokussiert sein. Aaron musste auf den Berg gehen und sterben. Warum musste Aaron auf den Berg gehen und sterben? Wisst ihr, wie gefährlich das ist, wenn ihr auf den Menschen vertraut? Ist euch das eigentlich klar? Habt ihr Altes Testament gelesen und habt ihr es überhaupt verstanden? Ich muss auch noch viel lesen und viel studieren. Ich will kein Heuchler sein. Aber versteht ihr eigentlich das, was ihr gelesen habt? Aaron, ein Prophet, musste auf den Berg gehen und sterben, weil er selbst von Gott eingegeben war. Dennoch, ja, die Liebe zur Welt, ja, wenn Gott doch vor dir ist, wenn Gott doch vor dir ist, wie kannst du von dem Weg abweichen, wenn du Gott selbst hast? Hast, also haben, von haben, ja, nicht hassen. So,
Alle Apostel sind gestorben, bis auf einer im Gefängnis. Ich will hier nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Aber denkt mal nach. Warum musste Aaron sterben? Warum mussten alle Apostel so qualvoll sterben? Jesus ist doch schon für uns gestorben. Denkt mal darüber nach. Jesus Christus ist das Wort Gottes selbst. Wie soll dann die Apostel? Die Apostel sollen von... Das ist ein Widerspruch, lieber Markus. Das ist ein Widerspruch, Markus. Sollen die Apostel sollen also von Gott eingegeben sein, wenn doch Gott, das Wort Gottes, Jesus Christus, selbst mit ihnen spricht? Für was soll Jesus sie dann lehren? Warum soll Jesus die Apostel lehren, wenn sie selbst von Gott eingegeben sind? Widerspruch, Markus. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr nicht aufhört langsam damit, ja, werde ich anfangen, ja, Deutschland mal richtig wieder zu ordnen, was da los ist. Denn anscheinend hat, ich weiß nicht, wie viele Fehler von dir habe ich gerade schon aufgezählt und wir sind gerade bei 5 Minuten 45 des Videos, lieber Markus, ja? Anscheinend hat keiner einen Plan von euch, so wie es aussieht. Doch, ihr habt alle Plan. Ihr habt alle Plan, denn warum? Wenn ihr habt alle Plan, denn ihr wisst alle ganz genau, dass Jesus Christus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Kein Apostel und sonst niemand. Die Propheten, sage ich selber immer, haben einen Vorteil gehabt, weil sie von Gott eingegeben sind, sage ich in meinen anderen Videos so oft, dass wir da wissen, ja. Das ist ein Widerspruch, Markus. Der Neue Testament ist eingegeben von Gott. Ja, natürlich, weil Jesus Christus Gott selbst dort spricht und wir seine Wörter dort haben. Natürlich ist es von Gott selbst eingegeben, aber nicht in dem Sinne, dass die Apostel eingegeben worden sind von Gott. Das ist ein Widerspruch. Denkt mal nach. Ich muss doch meinem Sohn nichts erklären, wenn mein Geist in seinen Sohn direkt, ich muss doch meinem Sohn nicht erklären, wenn ich in der Lage bin, meinen Geist in meinen Sohn direkt reinzubringen, dann versteht er doch selber, dann spricht er doch selber durch mich, aus mich. Ja? Widerspruch, Markus. Das Neue Testament ist von Gott eingegeben, ja, so, was von Gott selbst gesprochen wurde, ist das Wort Gottes selbst, Jesus Christus. Ja? Natürlich. Aber nicht die Menschen dort waren eingegeben von Gott. Im Alten Testament, ja, die Propheten. Ja? Die Engel, die natürlich durch Gott sprechen, die Message bringen, die Botschafter von Gott ist, die Engel, ja, und so weiter. Ist ja klar. Müssen ja nicht jetzt in jedes Detail gehen. Meine lieben Geschwister. Und dann gibt es wieder Geschwister, Christen, die sagen, ja, das, was du jetzt hier gerade gesagt hast, das ist deine Interpretation. Das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Ja, aber wenn man das alles schon mal beiseite räumt, ja, diese Vorurteile und unvoreingenommen daran geht, an das Wort Gottes, dann kann man anfangen, ein vernünftiges Fundament zu schaffen. Was ist ein vernünftiges Fundament? Das ist ganz einfach. Wir sollen unseren Glauben auf die apostolische Lehre gründen. Das soll unser Fundament sein, meine Lieben. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Das Fundament soll also die apostolische, das Apostolische sein. Menschen, die tot sind, was Menschen gesagt haben. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Dann wäre es besser zu sagen, was die Propheten gesagt haben, aber nicht die Apostel, denn die Apostel waren gar nicht von Gott eingegeben. Die Apostel haben von Gott selbst gelernt und haben sich selbst widersprochen bis in den letzten Tagen. Hm? Sie mussten alle sterben. Was hat Aaron? Aaron ist gestorben auf dem Berg. Die Apostel sind auf ihrem Weg, das Wort zu verkünden, auch alle gestorben, und zwar auf brutalste Art und Weise. Denkt mal darüber nach. Warum ist Aaron gestorben? Warum mussten die Apostel sterben? Unser Fundament soll die Apostel sein, lieber Markus? Unser Fundament soll die Apostel sein, wo der, unser Fundament Jesus Christus, der unser Weg ist Jesus Christus. Das ist unser Fundament. Die wahren Zeugen ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist unser Fundament. Auf Gott zu vertrauen, auf den Heiligen Geist. Ja? Und ich hoffe, dass es jetzt mal langsam aufhört, weil ich weiß nicht, wie viele Fehler ich dir noch vorwerfen muss. Leider.
Ja? Doch das ist genau das. Wir lieben dich, Markus, und wir wissen, du bist noch nicht so lange Christ. Ja? Denn ich war früher genauso, und ich will dir das nicht vorwerfen, ich war früher genauso und habe gedacht, ich habe als Kind Maria Mutter Gottes um Sachen angefleht. Was ein Schwachsinn! Was ein Schwachsinn! Jesus sagt, bittet in meinen Namen und ich werde euch geben. Und ich will hier keinen Hochmut haben. Und nicht besser klingeln, nein, denn ich habe auch durch Geschwister das gelernt und durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist und andere Geschwister, die schon lange im Glauben sind und Gott verstehen. Nicht, dass ihr hier denkt, ich mache hier einen auf und der Heilige Geist hat mir alles erklärt. Nein, da draußen sind wirklich Geschwister und gerade auch viele im deutschsprachigen Bereich, weil ich hier viel Deutschland, kritisiere. Nein, es gibt Oberhammer brutale Geschwister, ihr wisst, wie ich meine, von denen ich das, was ich hier viel sage, gelernt habe. Ja, denn ich war früher genauso. Ich dachte auch, das Fundament wäre, ja, ich kann Maria Mutter Gottes um irgendetwas erbitten. Was ein Schwachsinn! Welche Macht sprechen wir diesen Menschen eigentlich zu? Tun wir hier Nekromantismus? Wisst ihr überhaupt, wo Jesus auferhoben worden ist an dem Pfad des rechten Seite, sind ja gewisse Menschen mit hochgenommen worden. Wisst ihr genau, welche das sind? Und selbst wenn ihr genau wisst, welche das sind, wo sagt Jesus, dass wir in ihren Namen erbitten dürfen? Wo sagt Jesus, dass sie unser Fundament sind? Mein Gott, wie können wir die Menschen als lieber Markus, nochmal, falls ich hier schreie, ich höre mich hier selber nicht, das ist keine Absicht. Ich möchte, dass meine Wörter klar und verständlich rüberkommen. Im letzten Video hat man manche Wörter überhaupt nicht verstanden, wo ich ein Video so auf der Art gemacht habe. Vergib mir, ja? Leute, du sagst hier, wir sollen ein Fundament aufbauen auf Menschen und der Psalm sagt, die wahren Zeugen sind der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Das geht mir gar nicht in den Kopf, wie du sowas sagen kannst. Wenn du jetzt jemand wärst wie ich damals, ja, würde ich gar nicht, würde ich dir da, würde, ja, dann könnte ich das begreifen. Aber du liest doch die Bibel, du liest die Schlachter, du hast Luther gelesen, du hast alle Bibeln durchgelesen, lieber Markus. Du bist was bei den Baptisten, du warst bei den, was weiß ich, bei wem du alles warst. Wieso warst du überhaupt bei denen allen? Was für eine Zeitverschwendung. Ja? Wenn ich nur höre Baptisten oder Zeugen Jehovas, oder da interessiere ich mich überhaupt gar nicht. Mein Geist sagt mir schon, dass ich da überhaupt nichts verloren habe, Markus. Wo ist dein Geist, Markus? Wo ist dein Geist? Wie heißen die anderen da? Monoloiten oder was? Ich kann mir den Namen nicht mal merken. Da warst du auch gewesen, das sagst du nachher im Video. Ich höre doch nur den Namen und weiß ganz genau, da brauche ich nicht hinzugehen. Da brauche ich doch nicht deine Warnung, da nicht hinzugehen. Wenn du den Heiligen Geist hast und ein Christ bist, weißt du ganz genau, du hast dort nichts zu suchen. Ja? Warum hast du so viel Zeit verloren? Zeugen Jehovas, Baptisten, dies und das. Was hast du erwartet von diesen ganzen Leuten? Du wirfst den Leuten vor, ihr könnt nicht dahin gehen und dahin gehen. Du hast das selber getan. Du hast es selbst getan. Du müsstest es hier erwähnen, ich habe es selber getan aus Unwissenheit. Ja, ich will kein Heuchler sein. So hättest du das sagen müssen. Doch wenn du das nicht sagst, tust du gerade heucheln. Du hast gerade geheuchelt. Du gehst selber zu denen Standpunkt, zu Stehenband Standpunkt und hörst dir an, was die sagen. Ja? Aber den anderen wirfst du das vor. Dann musst du sagen, ich habe es früher auch mal getan, aber aus Unwissenheit, ich wollte lernen oder gucken, wo ich richtig bin. Tja, wenn du den Heiligen Geist hast, weißt du, wo du richtig bist. Bei Jesus Christus, mein lieber Freund. Und nicht bei einem Katholiken, Baptisten, Siebenadventisten, Zeugen Jehovas oder sonst wo. Ich bin der Weg. Und jeder, der behauptet, ja, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Wenn ihr meine Jünger seid, Markus, wenn du Gott folgst, bist du ein Jünger Jesus. Ein Schüler Jesus. Stopp. Basta. Finito. Terminado. Das ist, was du bist. Du bist kein Katholik, der ein Pagane ist. Du bist kein Siebenadventist, der eine Frau, ja, eine Frau als Prophetin nimmt im 19. Jahrhundert. Oder wann war das? Ende des 19. Jahrhunderts? Und die Leute die Auslegung dieser Frau nehmen? Ja? Jesus Christus war vor 2000 Jahren da und nach diesem, ja, kommt die Spaltung des Christentums Satans, ja? Fokussiert ihr euch auf Baptisten, fokussiert ihr euch Zeugen Jehovas auf alles abgeben, Strukturvertrieb, ja,
Schneeballsystem, alle abgeben, alle abgeben, alle abgeben und die da oben bereichern sich. Ja? Weiß doch jedes Kind. Ja? Und meine Ex-Freundin war Zeugen Jehovas. Viele Freunde von mir sind Zeugen Jehovas. Ja? Niemals bin ich bei sowas hingegangen. Ich weiß sofort, dass das falsch ist. Jesus Christus ist der Weg. So, wir machen mal Stopp und machen gleich weiter.